Jo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Hitman Absolution. Wir stehen hier vorm Terminus Hotel, unserer nächsten Mission. Wir sollen Blake Dexter ausschalten und müssen jetzt erstmal einen Weg hineinfinden. Die Sache ist die, ich kann mich ab hier eigentlich nicht mehr so gut erinnern, beziehungsweise an diese Mission halt nicht so gut erinnern. Es gibt so ein paar Lieblingsstellen, die sind natürlich im Kopf geblieben, aber das hier habe ich ehrlich gesagt nicht mehr so den Plan von. Die Frage ist auch... Okay, hier ist schon vorbei. Was ist hier los? Kurzlauf. Ja, ich hätte gern die Waffen, aber ich komme ja da nicht hin. Also, obwohl ich es durch habe, könnte ab hier oder für diese Mission theoretisch sagen, ich spiel's blind, weil ich habe keinen Plan. Ey. Kann ja lustig werden, ne? So, jetzt schon mal hier unten angekommen. Ja, ist mir ein bisschen mulmig zumute, ne? Wenn man gar keinen Plan hat dann, und nicht auffliegen möchte in so einem Stealth-Spiel, dann... Aber okay. 47 hat ein Pflaster auf seinem Strichcode hinten drauf. Hat er sich wohl verletzt. So, und jetzt wird's schon lustig, also... Da ist einer, okay. Einer. Ja, komm. So, eine Sache wie auf der Uhr gucken ist auch immer nicht verkehrt. Ich vergesse es jedes Mal. Wird noch zum Running Gag, Leute. Mal sehen, ob ich das noch lerne, bis wir das Spiel durch haben. Jo. Weiter geht's. Was haben wir hier? Mutterschlüssel. Oh, Backe. Ja, insgesamt könntet ihr mich auch in die Kategorie Schisser packen. Ja, kommt aufs Spiel an, ne? Kann ja auch sein, dass gleich alles gut geht. Ja, aber ich habe gar keinen Plan hier. Was ist los? Also hier geht's hoch. Ich weiß noch später... Okay, da ist eine. Oh, da ist einer, okay. Okay, dann machen wir jetzt einfach mal so. In der Hoffnung, dass er das hört. Kommt da einer? Da sind zwei. Ja, ist so eine Schwäche von mir, ne? Also ich kann mich echt schlecht entscheiden, ne? Wenn es immer darum geht. Mache ich das eine oder das andere oder was ist besser oder so. Ich hoffe, dass der Typ jetzt hier nochmal ein bisschen näher kommt, dass ich ihn... Ja, genau so. So, dann machen wir mal so hier. Zack. Hat er gehört. Jo. Ich hoffe, er... Wow, okay. Hey, kommen Sie raus! Ja. Jetzt musst du dich nur noch umdrehen, Junge. Unheimlich, aber ich sehe nichts. Ja. Nein. Zack, weg bist du. Ja, ich glaube, hier gab es noch gar keine Möglichkeit zum Verstecken. Ja, Leiche in der Nähe. Ist gut. Kann man ihn hier noch runterschmeißen? Hier geht es ja noch tiefer. Ach, von da bin ich hergekommen. Ja klar, dann lassen wir ihn hier fallen. Also fallen da rein. Kann ich ihn hier nicht loswerden? Doch, hier. Zack, tschüss. Leiche beseitigt, sehr schön.
Gibt's so eine Art Zwischenspeicherpunkt hier? Kann ich hier speichern? Level neu starten? Nee. Gut, dann hoffe ich jetzt einfach mal den nächsten Kontrollpunkt zu finden. Die erste Wache gerade mal umgelegt und ich möchte schon einen Kontrollpunkt finden, ne? So viel dazu. Aber solange alles noch 1A läuft, also noch niemand hier aufgeflogen ist, also ich noch nicht aufgeflogen bin, und kann man da so rein, okay. Was ist hier los? Stromkreislauf. Hier kann ich durch. Ja, ich glaube, ich muss nach oben. Mensch, wer sieht mich denn hier? Was haben wir hier? Mutterschlüssel, den Schraubendreher. Okay. Ja, mach ich. Hier ist also so ein Räumchen. Da war ich noch nie drinne. Ja, was mache ich jetzt als nächstes? Ja, wir gehen einfach mal nach oben. Wir gehen einfach mal nach oben und gucken, was passiert. Natürlich ohne Schraubenzieher hier in der Hand. -2,5. Ja, ich achte so wenig auf die Punkte, dass ich gar keinen Plan habe, wie die überhaupt da drauf gekommen sind, mir jetzt so viel Minus zu geben. Ich glaube, ein Toter gibt, glaube ich, -1000 oder so. Eine normale Leiche, die ich verstecke, also ein Bewusstloser. Hier kann ich auch durch. Es sind alles Wege, die kenne ich nicht. Oder ich kann mich echt null daran erinnern. Ach, hier geht's auch rein, okay. Parkplatz. Ja, das gefällt mir hier also nicht. Ja, und jetzt? Das. Was ist das hier? Hey, was machst du denn da am Boden? Mal vor mit einer Hunde hinkacken, oder? Ja, alles gut. Bin ich jetzt komplett wieder draußen oder wo bin ich jetzt hier? Der Typ scheint mir freundlich gesonnen zu sein. Schönling, komm her, komm her. Ja, du bist gemeint. Keiner. Ja, ich bin mal am Überlegen, ob ich jetzt seine Klamotten nehme. Wo bin ich denn hier? Jetzt bin ich wieder am Eingang oder was? Ich glaube, ich bin jetzt einmal am Hotel vorbei. Irgendwie. Ja, wie geht's? Du kennst mich nicht. Komm, du kannst auch wieder schrauben gehen. Ich halte mich hier wieder an so einer Stelle auf, ne? Das ist unnötig, aber einfach mal abwarten und gucken, was passiert. Komm, dreh dich um, hau ab. Du da hinten, beweg dich. Gut, dann nicht. Dann kann ich den jetzt hier auch nicht umnieten, dann brauche ich auch nicht seine Klamotten. Hier bin ich rausgekommen, wo jetzt hier lang? Achso, ja, okay. Vielleicht komme ich auch so weiter. Ja. Hier kann ich irgendwo einen Strom manipulieren. Hier kann ich mich verstecken.
Ja, ich gucke mir das jetzt hier alles mal genau an. Ich weiß nicht, wie lange das dann dauert und wie viel davon einfach umsonst ist. Aber wie gesagt, lieber sichere Methode, alles erstmal angucken, anstatt einfach zu sterben. Wo geht's hier lang? Hier geht's wieder runter. Alles klar, jetzt habe ich langsam Orientierung, jetzt weiß ich, wo ich bin. Okay. Ja, das ist immer ja vorhin die Stelle. Hier ist mein Stromknöpfchen. Überflutete, was ist los? Warte mal. Überflutete Grube wird schon Stromstoß. Okay, dazu muss ich aber den Generator, glaube ich, anmachen. Oder irgendwie hier so ein Ding erstmal aktivieren. Hier ist erstmal ein Kontrollpunkt, den machen wir jetzt erstmal. Und Kleidung. Oh, jetzt bin ich einer von den Sicherheitstypen, okay. Alles klar, dann suchen wir uns jetzt. War vielleicht gar nicht so schlau, sich jetzt die Klamotten hier zu holen. Ich brauche diesen Generator. Hätte ich schon gerne. Den Stromstoß jetzt. Danke. Hat sich ja dann richtig gelohnt. Hier ist nur so ein Waschraum. So ein Wäscheding. Ich musste doch irgendwie den Strom anschalten oder irgendwas in Gang setzen und dann konnte ich erst die Wassergrube da schocken. Die Leute da unten. Oder nicht? Du bist der Beste. Wir können tauschen einen Bild. Wow, ich hätte gern das Messer, danke. Verstecken und putzen. Hier geht's noch höher. Ach, scheiß drauf. Wir machen jetzt einfach mal nicht hier die brutale Methode und schocken niemanden, sondern gehen einfach ins Hotel. Jo, hier kann ich in den Schrank. Wollen wir nicht? Ich behalte mein Messer auch lieber als eine Flasche oder einen Schraubenzieher oder sonst was. Okay, von hier komme ich. Da ist ein Bauarbeiter-Typi. Was sagt er denn? Der Aufzug hat wahrscheinlich einen weiteren Zugang im Keller. Im Keller, ja, aber ich bin ja jetzt erstmal hier, ne? Mal gucken, ob ich hier durchkomme. Oh ja, hatte schon immer eine Schwäche für die Frechen. Ah, darf ich hier lang? Die keine Angst hat, dir mal die Meinung zu sagen. Eine. Tagchen. Hi. Ja gut, ich darf hier lang. Hörst du mir überhaupt zu? Eine, die auf Talkumpuder steht. Hi. Das ist mir scheißegal. Weißt du, dass es nur zwei Arten von Menschen gibt? Mich und Arschlöcher. Und es ist klar, wozu du gehörst. Die ist. Ja. Ja, Arschloch. Wäre Arschlochtum ein Verbrechen, würde man dich kastrieren. Öffentlich, wenn sie deine Eier fänden. Und dann würden sie sie ausstellen wie ein Kopf von einem verfickten Diktator, Arschloch. Ich kenne den Kerl. Aha. Ein impotenter kleiner... Ist ja nett drauf. Weil du nicht weißt, wie man eine Lady behandelt. So, was haben wir hier? Du weißt vermutlich nicht mal, was eine Lady ist, oder? Hier, frisch gewischt. Okay. Es gibt keinen Grund, ich bin Gast in diesem Hotel. Jetzt bin ich am Haupteingang. Ey, es sind so Wege, ne? Die habe ich sonst nie. Der kürzeste Weg zum obersten Stockwerk. Der kürzeste Weg. Zum obersten Stockwerk. Ja, dann gehen wir doch hoch. Ich bin zwar noch nie hier. Wow. Es funktioniert, wenn es sein muss. Aber ich muss hier noch erstaunlich reparieren. Hier niemanden blöd, Mann. Du willst das nicht wirklich. Halten. Sehr vernünftig, Pimmel mit Ohren.
Vergiss es! Ganz ruhig, Mann. Wenn du schießt, drück ich auch ab. Komm schon! Komm, du bist doch schon weg. Ich hab so das Gefühl, das endet jetzt böse. Ja. Komm, wo denn? Erstmal Deckung. Deckung oder auch nicht Deckung? Ja. Komm, wo seid ihr? Ah, das gefällt mir nicht. So, tschüss. Jop. Du auch noch. Wiedersehen. Gut, sicher. Ja, so kann die ganze Sache auch schief gehen. Ne? Boah, nee, ey. Aber, was steht da? Ach komm, wo denn? Ich war das doch alles nicht. Alle von alleine gestorben. Nee, aber was ich sagen wollte, das ist natürlich jetzt überhaupt total schief gegangen hier, die ganze Sache. Aber wir haben es nochmal gedreht gekriegt. Und sind jetzt auch im obersten Stockwerk in neuer Klamotte. Ja. Und verpissen uns jetzt hier einfach mal schnell, bevor noch einer kommt. So viel zu der Bewertung fürs Terminus Hotel. Aber ich meine, sowas sieht man ja auch nicht alle Tage, ne? Auf der einen Seite, dass man so abkackt. Die meisten versuchen ja immer nur komplett einfach hoch. Komplett alles gut zu machen und alles perfekt. Jetzt ist es halt mal nicht perfekt. Nicht schlecht, 47. Sie sind wirklich einfallsreich. Sie nähern sich jetzt der Höhle des Löwen. Die Typen, die Sie gerade getroffen haben, dürften den achten Stock hermetisch abgeriegelt haben. Blake Dexter ist gerne für sich. Wird nicht leicht sein, 899 reinzukommen. Aber was noch schlimmer ist, Dexter wird von einem echt üblen Bodyguard bewacht, der überhaupt nicht auf Eindringlinge steht. Vielleicht sollten Sie sich in einem tieferen Stockwerk einen subtileren Zugang suchen. Aber was rede ich? Ein Profi wie Sie? Vermutlich haben Sie längst einen Plan, richtig? Egal, machen Sie sie fertig. Jo, jetzt müssen wir nur noch in den achten Stock und Dexter umnieten. Was haben wir hier? Gesichertes Kartendingens. Hier so ein Karten. Hallo? Ja? Gesicherte Tür. Ach. Hey, was soll das werden? Sie fällt mir doch nicht. Drehen Sie sich um, Mann. Hey, du Pisser! Warte, ich rede mit dir. Nee, auf sowas falle ich nur einmal. Nicht mit mir. Braves Mädchen. Das kleine Kerlchen braucht wohl eine Lektion in Sachen Höhe. So, und jetzt geht's schon wieder heiter weiter hier. Ach, ist doch verdammt, ey. Naja, egal, dann machen wir es jetzt halt auf die Methode. Art und Weise. Tschüss. Danke für die Klamotte. Vielleicht werde ich den jetzt hier auch noch los. Fenstermäßig. Nee. Oh Leute, ey. Terminus Hotel bleibt mir dann in Erinnerung als die Mission, in der alles schief ging.
Abstellraum für Hotelpersonal. Da könnte etwas Nützliches drin sein. Okay. Sind sie... Warte mal, ich muss mal gucken, dass die Frau jetzt hier nicht den Typen findet. In der Hoffnung, dass sie hier stehen bleibt, gucke ich hier mal kurz nach. Hier ist Medizin. Aber ich bleib so, wie ich bin. Erfordert einen Filmprojektor. Okay, hey, ich nehme mal die Filmrolle mit. Ich glaube, die brauchen wir. Ja, alles gut. Gut, dann lassen wir sie hier mal alleine in ihrem Hotelputzraum und so. Hallöchen. Sie sind mein bester Kunde in Chicago. Jetzt hier rein. Ron, Ron. Tut mir leid, aber hören Sie, ich lasse Ihnen 30% nach, wenn Sie alles nehmen. Ich mache Ihnen keinen Vorwurf, die letzte Lieferung. Ja, es sind... Ich flieg hier ums andere Mal wieder auf, ey. Aber okay, ich lasse die ganzen Sachen jetzt mal so drin, wie sie sind. Ich kann auch noch diese eine Leiche loswerden, wenn ich sie hier bis ins Zimmer kriege. Ja, das mit dem Film hat sich jetzt, glaube ich, auch erledigt. Schlüsselkarte eines Bewohners könnte bei der Treppe... Und so weiter, ja, die nehmen wir dann natürlich mit. Dum. Gut. Muss gerade nochmal gucken, wo die Leiche liegt. Ah. Okay. Ich weiß nicht, soll ich einfach verschwinden? Da ist voll Party, okay. Ja, ich habe so lange nicht mehr gespielt. Ich hatte mal so einen optimalen Weg, irgendwie mit Fensterklettern und irgendwie... ich weiß auch nicht mehr. Ich weiß auch nicht mal mehr, ob es hier war oder erst im späteren Part. Ist jetzt auch egal. Wir haben die Karte. Wir haben hier irgendwo einen Typen umgenietet. Den hoffentlich niemand findet. Was, naja, ein bisschen unrealistisch klingt. Weil ich meine, irgendwann wird hier mal einer langlaufen. Spätestens wenn Feierabend ist. Bevor ich jetzt hier noch auffliege, verpisse ich mich einfach mal und hoffe, hier nicht nochmal lang zu kommen. Nee, das ist es nicht. Ich bin's nicht. Du kennst mich nicht. Ich war nie hier. Putzfrau, du machst hier die Bildchen, aber da, ne, ab hier ist für dich Tabu. Du drehst dann hier wieder um und genau, und tschüss. So, ab zum achten Stopp. Das war ein direkter Weg, ne? Ich bin sonst echt anders gelaufen. Geklettert hier irgendwie mit Fenster. Naja. Vielleicht bringe ich ja irgendwie am Ende des Let's Plays nochmal so ein paar Parts, irgendwie so eine perfekte Lösung für irgendwelche Missionen, aber jetzt muss ich erstmal sehen, dass ich sicher durchkomme. Apropos sicher, wir erinnern uns ans Erdgeschoss und irgendwie auch an eben. Wow, alter Schwede. Gibt's doch nicht, ey. Also, dass der Bär hier stand, habe ich ja schon gesehen, ne? Aber die Soundeffekte eben war schon ziemlich... Da habe ich mich schon ein bisschen erschrocken. Ja, kennst mich. So, wo muss ich hin? Ach, jetzt kommt diese Sache. Ah, ja, okay. Hallöchen, tschüss. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Ich habe keine Ahnung, wie lange der Part schon geht und wie lange noch gehen soll, aber... Schaffst du selber nicht, hä? Doch, natürlich. Ich latsche über... Okay, das ist dieses Dia-Projektor-Dingens-Bums. Okay. Angenommen, ich hätte es vergessen. Warum zeigst du mir nicht, wie man den Projektor anmacht? Hey, würde ich echt gerne machen, aber... Ja, einfach mal hier rein. Ich muss die Treppe bewachen, also...
Pass auf, dass du dir nicht wehtust. Bitte, wie war das? Ich hab gesagt, pass auf, dass du keinem wehtust. Ja, genau. Der eine Typ ist ja jetzt hier noch drinne. Meines Erachtens. Der andere eigentlich nicht mehr. Nur er hier. Hier gehen wir nochmal raus. Gucken, dass wir ihn kriegen. Du hast nichts verpasst. Wir packen dich hier in den Schrank. So, Tür zu. Und jetzt hatte ich ja vorhin diesen Film eingesammelt. Müsste jetzt endlich klappen. Dann könnt ihr mal ein bisschen Filmchen gucken da vorne. Ich guck gleich mal mit. Ja, gut. Gereicht. Kann ich das Gewehr mitnehmen? Nee. Schade. Hier ist noch so ein Schrank. Ach so. Was wir natürlich auch vergessen haben, ist das hier. Birdies Informationen stimmen immer. Ein Waffenhersteller aus dem mittleren Westen namens Black Dexter ist in Chicago und sucht nach Victoria. Die Agency würde ihre Geheimnisse niemals Außenstehenden anvertrauen. Jemand hat die Information durchsickern lassen. Aber wer? Ich kann niemandem trauen. Ich weiß nur, dass das Mädchen unschuldig ist. Das hat sie nicht verdient. Ich werde in Blake Dexter's Suite im Terminus Hotel eindringen und die Wahrheit in Erfahrung bringen. Danach entscheide ich über sein Schicksal. So eine Zusammenfassung des Auftrags sollte man natürlich am Anfang irgendwie nochmal abspielen, aber habe ich leider vergessen. Ebenso wie bei der Chinatown-Mission, glaube ich. Werde ich in Zukunft besser darauf achten. Mehr vermehrt darauf achten, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht und ihr die Zusammenfassung auch schön zu Auftragsbeginn hört und nicht erst mittendrinne. Hier ist ein schöner Saal. Ich weiß, jetzt habe ich ungefähr wieder eine Erinnerung, dass ich hier immer durch dieses Fenster gekommen bin. Also ich bin draußen irgendwie lang gegangen. Ich kann mich hier verstecken. Ich würde mich auch gerne hier verstecken. Okay. Dann habe ich hier irgendwie alle umgenietet, weil kam ich durchs Fenster, habe die alle rausgeschmissen. Wie ihr hört, war ich schon immer so ein bisschen mehr auf Ballern außen. Wir gehen jetzt mal zu Zimmer 899. Kann ich hier durch? Gefunden, Spitze. Und jetzt? Kann ich hier durch? Messer weg. Ja. Sieht der mich gerade? Da war gerade ein Soundbug, zumindest hatte ich keinen Ton. Und sie ist eine Menge Geld. Vielleicht hat sich irgendwie was überschnitten. Sie scheint so eine Art Wunderkind zu sein. Keine Ahnung. Egal. Wir gehen rein, schnappen sie uns und verstecken sie, bis die sie freikaufen. Klingt, als hättest du sie in einem deiner Labore gezüchtet. Hey. Wer hat dich denn nach deiner Meinung gefragt? Du bist echt ein blödes Arschloch, weißt du das? Du sollst einfach ist ja nur schön, den Mund dass du jetzt gerade was stand. Tun, was ich sage und hey, gut aussehen. Okay. Also an der Stelle gibt es irgendwie Soundprobleme. Und du siehst blendend. Kann ich nichts hören. Du alter Charmeur. Spähen.
Jo, jetzt weiß ich, woran die Soundprobleme lagen. Ich hätte schon in den Lüftungsschacht kriechen sollen und dann wäre alles auch mit Ton gewesen, was da unten gerade stand. Ja. Jetzt bin ich halt zu spät da rein. Den Anfang habt ihr vielleicht gelesen, vielleicht auch nicht. Ansonsten müsst ihr zurückspulen. So viel dazu. Dann mache ich jetzt einen Cut und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Alles Gute, Leute, und auf Wiedersehen.